Die gute Rosie darf keinen Freund haben bei Let's Play Chrono Trigger. Vater! Ich sollte vielleicht auch das Spiel anspielen. Dammit, Controller! Ruhe, Prinzessin Nadia! Der Thron steht über deinen persönlichen Wünschen. Was? Auch wenn ich adelig bin sein mag, bin ich immer noch ein Mensch. Seltsame Ideen hast du draußen aufgepickt. Wenn ich etwas aufgepickt habe, dann wohl gesunden Menschenverstand. Prinzessin Nadia! Ich hasse dich! Ich gehe! Bam! Prinzessin Nadia! Komm, Trix! And off they go. Steh dich drum wie die Ölgötzen hinterher! Oh, Prinzessin Nadia! Was hab ich getan? Da sind sie hinterher! Ach, vor euch Typen hab ich doch keine Angst, ey. Ihr habt nicht mal Waffen in der Hand. Es gibt keinen Kommen! Schweig! Ihr Typen wollt mich wahrscheinlich nur penetrieren. Und es verfolgt mich auch nur einer, nur zwei, anstatt sechs. Na, egal. Hey, wo kommt das denn her? Eine Sackgasse? Nein, Rosie, das ist keine Sackgasse. Hör auf, so einen Unsinn zu erzählen. Ein Tor! Huh. Doch wo würde es uns hinführen? Los! Na, na, aber wohin führt es? Ist doch egal jetzt. Ist doch egal, nur weg hier! Die Typen können nicht in den Screen kommen. Prinzessin Nadia! Oh, hey. The Chancellor is there. Das ist kompletter Wahnsinn. Beeilung, Trix. Ja, was ist, wenn ich mich nicht beeile? Prinzessin, geht weg von diesem Ganoven. Schweig! Es gibt keinen Kommen. Es gibt keinen Kommen. Schweig! Okay, die Typen... Ich kann hier, glaube ich, noch 2 Stunden stehen. Die kriegen es einfach nicht auf die Kette, mich zu fangen. Das Gesicht ist einfach das Beste. Sie sind verschwunden! Ja, wir sind verschwunden. In ein Zeitportal, wo wir hin nicht wissen, wo wir landen werden. Egal. Oh. Autsch! What's happening? Hier findet unser Kanzler nie und nimmer. Er könnte ja auch in das Tor. Aber wo sind wir? Gute Frage, Rosie-chan. Die Zivilisation hier scheint sehr fortschrittlich zu sein. Als wären wir in einer anderen Welt. Doch wo wir sind, werden wir herausfinden, liebe Freunde. Oh. Das sieht alles nicht sehr gesund aus hier. Haben wir eine Zeitangabe? Nein, haben wir noch nicht. Doch wir betreten die Tran-Kuppel. Tran-Kuppel? What? Hi. Habt ihr Geld? Nein. Ich habe nichts für euch, Spinner. Wie viel Geld haben wir denn? Ach ja, 8.500 ist okay. Ja, wir haben Geld. Das soll Geld sein? Naja, ich habe jedenfalls gute Sachen. Das hat er in der Tat. Er hat neue Waffen. Wir werden einmal Schnellfeuer kaufen. Dann werden wir uns 3-mal den Eisenanzug kaufen und 3-mal den Eisenhelm. Tatsächlich, wir werden uns hier komplett neu einkleiden. Denn das gibt einiges an Boost, wie man sieht. Nein, ich möchte den Eisenhelm ausrüsten, vielen Dank. Upsala. Ja. Dann möchte ich gerne den Rest, den ich nicht mehr brauche, verkaufen. Den Stahldegen weg, dann die Bronzerüstung weg, das Damenkleid brauchen wir nicht mehr, den Bronzehelm nicht mehr, das Pfeilgewehr nicht mehr, den Karateanzug brauchen wir auch nicht mehr. So, vielen Dank. Geld sparen, irgendwann zahlt sich aus, ist mein Motto. Du solltest dir vielleicht mal neue Klamotten zulegen. Essen gibt's in der Aris-Kuppel im Nordosten jenseits von Lab 16. Aber den Monstern machen Schwert und Pistolen nix aus. Das ist schlecht. Friedenskuppel nie gehört, dies ist die Tran-Kuppel. Essen gibt's hier nicht. Königreich! Oh! Holy shit, was ist los mit euch? Dies ist ein Enatron. In ein paar Sekunden fühlt man sich ausgeruht, aber den Hunger stillt er nicht. Das ist egal. Er tut auf jeden Fall unsere HP und MP auffüllen.
Aber der Hunger bleibt. Ach ja. So, hier können wir noch nichts tun. Okay, das ist... Sieht alles sehr heruntergekommen aus hier. Ja. But what is happening here? Lab 16. Betreten wir mal das gute Gebiet. Ja, wir sind in einer Schrottlandschaft. Möchte ich euch... Ich weiß nicht, ob ich gegen euch Typen kämpfen will, ehrlich gesagt, gerade im Moment. Oh, da ist eine Kiste. Yeah, für einen Berserker. Was kann der Berserker? Berserker, Autoangriff, mehr Angriffskraft und Verteidigung. Okay, das ist nicht wirklich gut. Wie der Berserker schon sagt, können wir unseren Charakter dann nicht mehr steuern. Diese Mäuse sind relativ nervig, weil sie uns Items zocken können, tatsächlich. Deswegen möchte ich eigentlich nicht wirklich gegen diese Viecher kämpfen. Euch allerdings mache ich schon platt, glaube ich. Und zwar mit einem schönen Feuerwirbel. Oh. Okay. Die zwei Krater sollten auf jeden Fall schon mal weg vom Fenster sein. Aber gerade so. Rosie, gib alles! Sehr schön. Ja, wir hauen auf den Krater drauf ein, glaube ich. Die Pflanze ist mir eigentlich gerade relativ bums. Der Fleischfresser. Fast, fast, fast. Yeah, Rosie hat es ihm gezeigt. Igora? Bam. Oh ja. Macht schon ordentlich mehr Schaden. Und das war's für den Fleischfresser. Sehr schön. Easy, easy, feasy. Gora und Hyperwave. Aura, Aura-Wirbel gelernt. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Geh weg. Dammit. Ja, okay, du hast mir nur einen Tonic gestohlen. Das ist jetzt nicht unbedingt. Was haben wir hier Schönes? Oktobirnen. Okay. Wow. Vielen Dank dafür. Wir werden mit den zwei Ladies werden wir den Fleischfresser angreifen. Naja, weil die Oktobirnen sind jetzt nicht unbedingt die schwersten Gegner. Deine Heilung geht mir geringfügig auf den Keks, wenn ich ehrlich bin. So, ciao Kakao. Oktobirnen. Merkwürdiger Name. Aber die Viecher sind meistens zu langsam, um zu attackieren. Also von dem her, bam, weg damit. Sehr schön. Rosie wird aufgestuft. Yay! Yeah. Was haben wir hier? Magnetklinge. Nochmal. Also wir kriegen die Magnetklinge tatsächlich hinterhergeschmissen mittlerweile. Nein! Ja, okay. Das hat mir nur ein Tonic gezockt. Also von dem her, uninteressant. Magnetbogen. Oh ja. Oh ja, das ist für die gute Rosie Rose. Oh ja, das macht Sinn. Euch Typen haue ich jetzt mal kurz im Schnelldurchlauf weg. Denn ihr könnt nichts. So, weg mit euch. Ach, die Krater haben wir auch mal kurz weg. Die kontern, glaube ich, physische Angriffe mit diesem komischen, Meteorregen oder was. Weg. Ich hab keine Nerven für dich. So, und jetzt kommen wir zu besagten Gegnern, die nur mit Magie anzugreifen sind. Diese Schattenviecher sind unempfindlich gegen jegliche... Kann ich alle drei treffen? Leider nicht. Sind unempfindlich gegenüber jeglicher physischer Angriff, Angriffswelle. Aura, füllt einige HP auf. Sehr schön. Weil man kann es ja mal zeigen. Die haben zwar nur einen HP, wie man sieht, aber... Wir machen eben keinen Schaden mit normalen Angriffen. Das heißt, wir müssen auf den Feuerwirbel zurückgreifen. Was ein bisschen lästig ist, wenn ich ehrlich bin. Ach ja, Chrono Trigger war... Ich will nicht sagen, mein erstes JRPG. Das stimmt nämlich nicht. Aber es war so ziemlich das erste Spiel, was einen mit, ja, ich nenne es jetzt mal Zeitreisen in Verbindung gebracht hat, was ich damals wirklich sehr spannend fand, das Thema. Also seitdem bin ich eigentlich Fan von solchen Spielen, ja, gerade so ein bisschen Sci-Fi-mäßig und mit Zeitreisen und so. So, euch hauen wir jetzt erstmal hier weg. Combo, Feuerwirbel, weg damit. Weil das Spiel das einfach sehr gut gelöst hat, muss ich sagen. Noch mehr Gegner. Und es sind noch mehr von diesen Viechern. Kann ich Feuerwirbel... Jawohl. Bam.
So einfach geht das. Und seitdem bin ich eigentlich ein ziemlicher Fan von sowas, was Sci-Fi angeht, was Zeitreisen angeht. Was bist du? Ich würde gern gegen dich kämpfen, du Riesen-Avocado? Ich weiß es nicht. Es ist ein Mutant. Naja, 300 Lebenspunkte ist jetzt nicht unbedingt viel. Ja, der Typ hat jetzt auch nicht wirklich was auf dem Kasten, ne? Und seitdem bin ich eigentlich so ein Fan von so Sci-Fi-Geschichten und Zeitreisen und so, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es eigentlich kein vergleichbares Spiel gibt. Wie Chrono Trigger. Ist einfach so. Und bam, weg mit dir. Sehr schön. Rosie Level Up. Yay, du hast es dir verdient, Rosie Rose. Kann ich euch umgehen? Nein, kann ich nicht. Verdammt. So, weg mit dir. Und wir haben Lab 16 hinter uns gelassen. Sehr schön. Ich bin froh. Was haben wir hier? Die Aris-Kuppel. Okay. So schauen wir mal, was sich für uns hier verbergen mag. Sind ja alle schon sehr, ja, wie soll ich sagen, heruntergekommen aus hier. Hi. Wer seid ihr? Wir sind Besucher. Wir kommen in Frieden. Ihr da, woher seid ihr? Wir kommen von den Labors im Westen. Was? Hey, diese Leute haben sich durch die Ruinen geschlagen. Wirklich? Ist das ein Scherz? Also gibt es Menschen, die diese Mutanten besiegen können? Ja. Papa bringt uns was zu essen. Papa bringt uns was zu essen. Moment. Mein Mann ging hinunter in die Lagerhalle. Seither ist er verschollen. Das ist schlecht. Wollt ihr wirklich in der Kuppel im Westen? Klar. Aha. Nicht, dass es mich wirklich interessiert. Warum fragst du dann? Nein, war ich nicht. Ein Zeittor? Was soll das heißen? Naja, vielleicht gibt's Daten darüber in unserem Computer. Wait, Computer? What? Eine alte Fabrik namens Protokuppel ist im Osten. Ein paar verrückte Roboter bewachen sie. Okay. Verzeiht, ich bin Doe, Nachfahre des Direktors dieses Infozentrums. Im Keller ist ein Großrechner und eine Lagerhalle mit Nahrung. Aber wir kommen nicht bis dahin. Durch wegen der Wächterroboter. Es ist schlimm. Auf dem Kontinent im Süden kommt man durch die Kanalisation. Aber haltet euch vom Todesgipfel fern. Ja, wir sind nämlich kein Link. Ein alter Mann lebt nahe beim Todesgipfel in einer Kuppel, die er selbst gebaut hat. Muss ein Spinner sein. Weiß ich nicht, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal im Enertron ein bisschen pennen. Denn ich bin kein Spinner, sondern ein Winner. Die Tür mit dem Emblem, nicht einmal mit Dynamit geht sie auf. Woher zur Hölle habt ihr Dynamit? Habt ihr Geld? Klar. Sicher, dass das Geld ist? Naja, ich muss einiges loswerden. Gut, wir haben ja schon alles Gute gekauft, was wir brauchen. Tonic ist jetzt nicht unbedingt sinnvoll, deswegen werde ich mal drei Sachen kaufen, mal eine Belebung und vielleicht noch drei davon. So, vielen Dank. Geld sparen, irgendwann zahlt sich aus, behauptete der Typ, der zur anderen Kuppel ging. Ob das tatsächlich so ist, werden wir sehen, wenn das Lichtlein angeht, glaube ich. So, okay, wir haben ein neues Ziel im Unterbewusstsein. Wir müssen uns in die Lagerhalle begeben. Geht ihr nach unten? Na sicher. Aber niemand ist jemals wieder hochgekommen. Wir versuchen es eben. Ah, wie schön, solch beherzte junge Menschen wie euch zu sehen. Seid vorsichtig und kommt lebend zurück. Okay. Wir geben unser Bestes. Doch als erstes werden wir mal schauen, was wir hier tun können. Was ist hier? Dieses Pult steuert den Durchgang. Wir brauchen ein Passwort dazu. Okay. Lass mich raten, ich habe kein Passwort. Weshalb ich durch die Decke gehen darf. Kann ich hier raus? Nein, okay, schade. Kann ich hier? Na, vielleicht irgendwas Geheimes oder so? Nein? Schade, Ade. Ja, ich habe gerade Final Fantasy 6 Flashbacks, wo man über der Oper herumläuft. Scheint eine Statue zu sein, ein Zettel hängt dran. Warnung, wer sich in der Nähe des Lagerraums aufhält, wird angegriffen. Okay. Okay. Nicht, dass es mich sonderlich interessieren würde, aber wir sind gut vorbereitet auf solche Eventualitäten. Glaubt es mir.
Okay, hier gibt es nichts mehr da drüben. Das heißt, wir müssen uns wohl... Oh, what the fuck am I? For Boss Time. Programm wird ausgeführt. Trix, was ist hier los? Rosie, Achtung! It's a Roboter. Ja, wir haben einen Bosskampf vor uns. Dieser Kampf ist lästig, sage ich dazu. Wir sollten definitiv immer versuchen, diese scheiß Bits aus dem Leben zu prügeln. Einfach aus dem Grund, erstens, sie machen Schaden. Zweitens, sie heilen den großen Roboter. Ich glaube, die haben auch nur 200 Lebenspunkte oder so, aber das ist nicht unbedingt die große Herausforderung hier. Ja, die Bits haben 200 Lebenspunkte. Der Guardian, so der Wachsoldat in dem Fall, hat 1200 Lebenspunkte, was natürlich eine ganze Menge ist. Und wie man sich vielleicht vorstellen kann, belebt er die Bits wieder. Schläfert Gegner ein. Okay, das ist nicht sehr wirkungsvoll. Feuer macht ihm auch nichts. Gut, das heißt, ich muss auf meine physischen Angriffe zurückgreifen, wie es aussieht. So, wir werden jetzt mal die gute Igora heilen. Hypnowelle bringt wahrscheinlich auch nichts. Schläfert die Gegner ein. Aber wir können Roboter nicht einschlafen, also von dem her macht es keinen Sinn. So, und dann werden wir mit dem Stich ein bisschen angreifen. Ja, dieser Bosskampf könnte relativ lästig sein, weil er einfach keine Schwachstelle aufweist. Wir können nichts anderes tun, außer draufkloppen. 1200 Lebenspunkte sind es nicht unbedingt wenige. Aber ansonsten kein schwerer Kampf. Ich glaube, wenn der Countdown abgelaufen ist, tut er seine Bits wiederbeleben. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ja. Das heißt, wir können wieder von vorne anfangen und auf die Bits eindreschen. Okay, das macht ja gar keinen Schaden hier. Jawohl, Kritiker, oh, noch mehr Crits. Sehr schön. So, der eine Bit dürfte jetzt auch schon wieder aus dem Leben geboxt sein. Beam. Ja. Und der... noch nicht ganz. Aber jetzt. Amplifeuer. Yeah. Jawohl. Das sollte es... sollte es rausreißen, das Ganze. So, und jetzt heißt es einfach wieder draufkloppe. Ein paar Crits wären schön. Chrono. Trix. Verzeihung. Trix! Dammit! Igora! Rosie! Jawohl, auf Rosie ist immer Verlass. Sehr schön. Ja, der Kampf ist ein bisschen langweilig, aber... er ist halt auch nicht wirklich schwer, das muss man halt auch dazu sagen. Da wir leider Gottes nicht sehr viele physische Angriffe... Zusammenbruch. Oh, das war's schon. Zusammenbruch. Das war's schon, liebe Freunde. Sehr einfacher Kampf, muss ich sagen. Nice, nice, nice. Trix wird aufgestuft. Die Gora wird aufgestuft. Yeah. Wir haben es geschafft. Noch was finden wir dahinter? Oh. Puh, da stinkt's. Ja. Nach Rattenscheiße. Moment, habe ich geduscht? Alles ist total vergammelt. Das Kühlaggregat muss ausgefallen sein. Hey, Trix, schau mal. Hä? Der ist vor langer Zeit gestorben, denke ich. Er hat was in der Hand. Was könnte das sein? Schauen wir es uns an. Es sieht aus wie ein Samenkorn. Samen? Aber ob an einem Ort wie diesen Pflanzen gedeihen können? Das werden wir herausfinden, glaube ich. Folgendes steht auf einem schmutzigen Stück Papier. Die Ratte ist nicht bloß eine Statue. Sie kennt das Geheimnis dieser Kuppel. Fangt sie! Okay. Und wir kriegen ein Aether Medium dafür. Sehr gut. Sehr schön. Oh. Da ist sie! Shh! Nicht, dass sie wegrennt! Ja, wir wissen, wie wir rennen können. Ja, wir müssen die Ratte jetzt einfangen. Das ist eigentlich... kein großes Ding. Offenes Geheimnis. Bleib stehen, du Ding! Na also? Rick, ich gebe auf! Ich sage euch alles!
Haltet die Knöpfe L und R gedrückt und drückt A, um den Geheimgang zu erreichen. Quick! Macht keine Fehler, es wird euch leid tun. Quick! Okay. Ich glaube, er redet von diesem etwas hier. Oder glittert etwas. Darf ich? Okay, ich muss L1 und R und... Nein? Dammit! Tut doch was! L1 und A? Hä? Hallo? Warum du nix gen? Kann ich dich an... X'en? Ich drücke, aber es passiert nichts. Warum? Warum? Okay, kleinen Moment. Naja, es kann nicht wirklich funktionieren. Wenn ich die Tasten nicht zugewiesen habe in meinem Emulator. Okay. Egal. Was haben wir hier? Ziefer und Ratten. Ja, das Lustige an den Ziefern ist, dass das Viech alles angreift, was sich bewegt. Und das heißt natürlich auch mich, aber er greift auch seine Kumpanen an. Mit der Zeit, von Zeit zu Zeit, von dem her. Yeah, Igora, sehr schön. Wundervoll. Deswegen sollte man diese Viecher, wenn möglich, schnell aus dem Leben boxen. Ich würde mich ganz gerne ein bisschen heilen mit der guten Rosie. Sehr schön. Oh, Reiz. Rosie wird aufreizend. Ether Medium, I will take that. Oh, hier gibt's nichts. Ne. Was zum Teufel seid ihr? Lasst es uns herausfinden. Kriecher! Ha! Kriecherliecher! Das reicht nicht ganz zum One-Hitten leider. Moment, wo sind denn die anderen? Achso. Ich kämpfe gerade nur gegen zwei von diesen Viechern. Na, egal. Wisst ihr, was sehr effektiv gegen diese Viecher sein dürfte? Der Feuerwurf. What? Nicht wirklich. Seid ihr Roboter? Die sehen aus wie Insekten und Insekten sind immer anfällig gegen... Rosie Level Up! Perfekto! Ja, euch lassen wir einfach mal da oben. Herumgeiern. Ein Staubsaugerroboter. Sehr gut. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich eigentlich hin muss. Na, gegen dich will ich eigentlich jetzt gerade nicht kämpfen. Die Viecher schon wieder. Okay, die Ratte sollten wir... Wo sind... Nee, das sind gar nicht die Ratten, was mich beklauen, oder? Ich glaube, ich lasse euch Gegner einfach alle einfach stehen. Ich habe echt keine Lust, mit euch zu kämpfen. Noch nicht. Wie gesagt, es hat einen Grund, warum ich auf einem etwas niedrigen... Also, das ist das Infozentrum? Ja. Klasse, der Computer ist noch intakt. Mit der Suchfunktion finden wir vielleicht ein anderes Tor. Maybe. Hau rein, Igora. Da! Da? Da. Da, da, da. Östlich der Ariskuppel. Das ist ein sehr langer Weg bis dahin. Oh ja, das ist es. Das muss die Protokuppel sein. Hey, du bist einsame Spitze, Igora. Mit diesem Ding könntest du sicher alles finden. Sag, was macht dieser Knopf hier? Oh, Rosie. Man merkt, dass du blond bist. 1999 AD? Eine visuelle Aufzeichnung vom Tag des Lavos.
Oh shit. What the fuck is that? Wir alle wissen, was das ist, natürlich. Und Feuer regnete vom Himmel. Oh shit. Ich frag mich, wo die Kamera befestigt war. Was ist das? Lavos? Unsere Welt hat er etwa sie zerstört? Wir müssen wirklich in der Zukunft sein. Nein! Nein, ich weigere mich, das zu glauben! So. So kann unsere Welt nicht enden. Ha. Huh. Trix? Dann gibt's nur eins, wir müssen die Geschichte verändern. Genau wie Trix, als er mich gerettet hat. Okay, Igora? Okay, Trix? Ja, klar. Ich denke mal... Es war ein Glück, dass wir durch dieses Tor hierher gesandt wurden. Nein, es war Plot. Okay, Trix, gehen wir? Klar. Trix, Igora, zusammen schaffen wir das. Aber lass uns doch genauer über Lavos Aktivitäten in unserer Epoche nachforschen. Auf zur Protokuppel! Wuhu! Ich liebe den Soundtrack in diesem Spiel. Können wir noch irgendwas? Ah, okay. Wir können die Sequenz nur nochmal anschauen. Besser wird's nicht, glaube ich, also. So, die Welt wird also von einer Entität namens Lavos zerstört. So, jetzt seid ihr Ficker dran. Proto 2. Okay. 128 Lebenspunkte, das ist jetzt nicht wirklich berauschend. Die Angriffskraft von dir ist auch nicht wirklich berauschend, Kollege. Bam, Igora gibt's ihm. Sehr schön. Doch wer oder was ist dieses Lavos etwas Gedönse Dingens? Ich denke, das werden wir noch früh genug herausfinden. Oh, da geht's nur zu einer Tür. Okay. Kann ich? Nein, ich kann hier gar nichts tun. Das ist schade. Wait. Was ist mein oberstes Ziel im Moment? Gibt's da oben noch einen Weg? Ich habe eigentlich keine Lust, mit diesen Gespenstern hier wieder rumzu. Es sieht jetzt auch nicht so aus, als ob da irgendein Weg wäre. Hä? Muss ich eventuell nochmal komplett raus aus dem Gebiet? Ach ja, Moment. Ja, ich erinnere mich. Wir haben ja den Typen gerettet. Gerettet ist das falsche Wort, aber... Wir haben sein Kadaver gefunden. Das heißt, wir müssen ja die Hiobs-Botschaft noch überbringen. Bevor wir zur Ares-Kuppel uns begeben. Ihr seid zurück! Ja. Yep. Sind wir. Betet mich an. Nun, was habt ihr entdeckt? Dies ist die Zukunft. Hä? Wen kümmert's? Was gibt's zu essen? Wir fanden nur das hier. Samen? Ihr wisst nicht, wie lange der Enertron noch arbeitet. Diese Samen sind eure letzte Hoffnung. Ja. Ihr müsst am Leben bleiben, wie wir auch. Ihr seid seltsam. Anders als wir. Wahrscheinlich, weil wir gesund sind. Und keine Flöhe haben. Gesund, das klingt gut. Wir werden versuchen, die Samen zu säen. Was ist das? Vielleicht unsere Zukunft. Ihr geht zur Protokuppel. Geht durch Lab 32 und nehmt das hier mit. Motorschlüssel halten. Es ist der Schlüssel zu einer Düsenmaschine. Früher, als ich jung war, bin ich damit herumgefahren. Hoffentlich ist sie noch intakt. Da drüben hat es stärkere Roboter. Gebt Acht und bleibt gesund. Thank you. Ach, der Soundtrack ist... Ich kann es einfach nicht oft genug sagen. Der Soundtrack in diesem Spiel ist einfach fantastisch.
Wir sind eigentlich erstmal soweit fertig hier in den Ruinen. Wir werden uns ab dem nächsten Part in Lab 32 umsehen. Okay. Naja, ihr sagt alle immer noch das Gleiche. Es wird später relevant werden. Das mit diesem Samen, definitiv, auf jeden Fall. Doch allerdings, erst ab dem nächsten Part werden wir uns dann mal Richtung Labor 32... Was haben wir hier? Ach, Kanalisation. Ja, das können wir eigentlich. Ja, das machen wir im nächsten Part. Kanalisation ist ein optionales Gebiet. Banditen, muss Herrn Kriecherich berichten. What? Who the fuck is Herr Kriecherich? Was zur Hölle ist hier los? Oh oh. Ja, okay, den Kampf nehme ich jetzt noch mit. Das war jetzt eigentlich nicht meine Intention. Gegen Narrates. Naja, 138 Lebenspunkte ist jetzt nicht unbedingt so stark. Das ist ein optionales Gebiet, das müssen wir jetzt nicht machen. Es wird wahrscheinlich daraus resultieren, dass ich einige Level-Ups gainen werde hier drin. Was allerdings nicht so verkehrt ist, möchte ich meinen. Blubberblasen! Mit 8 HP hat er überlebt, ist klar, Alter. Ja, die geben schon ordentlich Punkte hier. Okay, wir sehen uns ab dem nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.